Jahresausgabe 14 von Michas Zockrunde. Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr dabei seid. Unser Jahresprojekt geht in die Runde 6. Wir spielen Wario Land 4 dieses Jahr vom Nintendo Game Boy Advance und wir fangen heute die Saphir-Zone an. Selbstverständlich erwarten uns auch 4 Level. Quiescent Moon Village, das ist das erste von insgesamt 4 Level der Saphir-Zone. Wir springen schon durch das Portal. Und, oha, spooky, spooky Stimmung. Jawohl, es ist eine Geisterwelt. Verwandlungskünstler Wario wird zu einem, ja, keine Ahnung, zu einem Art Geist. Konnte sich auf jeden Fall unsichtbar machen, wo wir gerade gesprungen sind. Und zwar kann er durch solche Plattformen fallen. Die sind relativ augenscheinlich gekennzeichnet. Hier diese Brückenelemente. Wir werden diese Elemente natürlich auch im Levelgeschehen öfters wiederfinden. Es ist ratsam, jeden kleinen Winkel abzusuchen. Denn für alle, die noch nicht dabei waren, noch einmal ganz kurz das Spielprinzip erklärt. Wir sind auf der Suche in den Leveln nach insgesamt 5 Schatztruhen. 4 Schatztruhen sind für den Edelstein. Hier in der Saphir-Zone ist er natürlich ein Saphir. Und wir sind auf der Suche nach einer 5. Schatztruhe. Die birgt eine CD. Diese CD ist allerdings nicht für einen Soundtest. Des Weiteren haben wir ein Gameplay-Element dabei, was ein bisschen besonders ist für 2D Jump'n'Runs. Wir haben jetzt hier keinen Level, der durchgängig ist von Punkt A nach Punkt B. So ist es ja bei den meisten 2D Jump'n'Runs. Wir kommen an einem Punkt A rein in den Level und müssen zum Schluss auch wieder zurück. Allerdings ist dieser Strudel, wo wir reingekommen sind, inzwischen klein geworden, nach Betreten des Levels. Und wir müssen einen Schalter finden. Der Schalter aktiviert einen Countdown. Und in den Countdown müssen wir dann schnell zurück zum Ausgangspunkt. Eine wirklich putzige Verwandlung in meinen Augen. Fledermaus-Wario. Wir müssen auf die Beleuchtung aufpassen. Die verwandelt uns zurück und hat uns in dem Fall zum ersten Saphir-Stück geführt. 3 Schatztruhen für den Saphir müssen wir noch gehen. Wir sind in unserem Jahresprojekt auf Schwierigkeitsstufe normal unterwegs. Ich glaube, ich habe die letzten Ausgaben immer einfach gesagt. Der Schwierigkeit ist normal. Das ist so gesehen einfach. Wir haben noch eine weitere Schwierigkeitsstufe zur Auswahl, schwer. Und wenn wir alle Schätze auf schwer gesammelt haben, inklusive den CDs, und also das perfekte Spiel am Ende gemacht haben, schalten wir noch eine 3. Schwierigkeitsstufe frei. Die Schatztruhen, die sind in den verschiedenen Schwierigkeitsstufen immer ein bisschen anders platziert. Wir finden ja immer mal diese blauen großen Diamanten
das sind gute Spots dann für die Schatztruhen. Und ja, da haben wir jetzt das zweite Stück hier gerade eben gefunden. War eigentlich auch ganz gut versteckt, aber ich denke mal, auf dem Rückweg würden wir sicherlich dann hier eh lang gemusst und hochgegangen. Ja, es macht auf jeden Fall viel Spaß. Der Schwierigkeitsgrad würde auf jeden Fall sich auch auf die Zeit auswirken, also auf den Countdown, wenn wir wieder zum Startzielpunkt müssen zum Schluss. Ah, hier ist ein Geheimnis versteckt. Ah, die Soundtrack-CD. Wunderbar, da haben wir die schon mal gesammelt und können uns jetzt auf voll und ganz auf die restlichen zwei Truhen konzentrieren. Und ja, da ist es mir eben wieder rausgerutscht. Soundtrack-CD. Es ist keine Soundtrack-CD. Wir müssen da mal reinhören. Ich weiß nicht, der unsinnigste Soundtest, den es je gibt. Und er spiegelt halt nicht den Soundtrack wieder. Naja. Ja, also diese Schatztruhe ist echt nicht zu übersehen gewesen. Vorhin waren wir ja ganz kurz oben, da war nur ein Feindesraum, potenzieller Raum für eine Schatztruhe auf einer anderen Schwierigkeitsstufe. Ja, mein Jahresprojekt heute schon in der 6. Runde. Die Tage habe ich vorher festgelegt, wann ich mein Jahresprojekt aufzeichne. Das gibt mir ein bisschen mehr Spielraum, ich kann vieles vorbereiten, deshalb kann ich auch ab und zu mal nicht eine Abmoderation machen und sagen, was unser nächstes Thema ist. Haltet hierzu bitte die Beschreibung des Videos immer, schaut da immer mal rein, die kommenden zwei Themen habe ich dann immer aufgeschrieben. Ja, die Ausgabe hier jetzt habe ich für Ende März geplant und ja, mal gucken, das könnte sich vielleicht mit Mario Kart überschneiden. Ja, mal schauen, ne? Denn Mario Kart 8 Deluxe ist ja auch immer mal unser Thema in Michas Zockrunde. Ja, hier bin ich mir tatsächlich ein bisschen unsicher gewesen, nochmal rausgegangen und hier reingesprungen. Aha, eine Art Kanalisation. Okay, hier haben wir ein paar versteckte Diamanten. Die Diamanten, die wir hier sammeln, also das Geld so gesehen, benötigen wir für die Minispiele, damit wir bei den Minispielen antreten können. Ach, guck mal her, da ist eine weitere Schatztruhe. Und das war ja schon die vierte. Wunderbar. Damit haben wir also alle Truhen gefunden. Sehr, 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 sehr schön. Ja, nochmal auf die Minispiele zurückzukommen. Das ist das Eintrittsgeld so gesehen. Aus den Minispielen würden wir große Münzen bekommen, die uns einen Vorteil geben für die Bosskämpfe. Die Vorteile allerdings, die berücksichtigen wir nicht in meinem Jahresprojekt. Zumindest nicht auf Schwierigkeitsstufe normal. Da haben wir den Countdown. Aber uns fehlt noch etwas. Ganz vergessen zu erwähnen, wir müssen auch einen Schlüssel suchen. Ein Schlüsselgeist. Und der ist sicherlich hier oben versteckt. So ist es. Allerdings müssen wir den Countdown auslösen. Wenn ich das so richtig gesehen habe. Prüfen wir nochmal nach. Ah ja. Wir müssen auf den Countdown springen. Let's go. Ah, das ging ja. Oh, war ja.
gut geplant gewesen, dass ich mir ihren zeitlichen Vorteil hätte schaffen wollen, aber das ging in die Hose. Egal, Schlüsselgeist ist unser. Los geht es. Jetzt müssen wir wieder zum Startpunkt. Oh, oh. Unser Schlüsselgeist, gib den her, gib den her. Mama mia. Oh, die Tür geht zu, alles klar. Wir können also in dem Moment den Abschnitt nicht verlassen. Das haben sie also sehr gut gemacht. Man kann ihn also nirgendwo vergessen. Während des Countdowns müssen wir natürlich auch das Ziel erreichen, wobei es gibt eine Nachspielzeit. Uns werden allerdings dann die Münzen abgezogen und erst dann, wenn die Münzen auf Null sind, so haben wir Game Over. Jetzt ist unser Geist wieder geklaut und wir machen hier eine Extra-Runde. Sind wir hier in Mario Kart auf einmal gelandet. Noch eine Runde, noch eine Runde. Gib den Geist her. Unseren Schlüssel, sonst kommen wir nicht weiter. Den Schlüsselgeist und die Diamantsteine müssen wir unbedingt finden zum Weiterkommen. Diese Idee ist optional. Allerdings müssen wir die Glaube für die 100%, insbesondere dann auf der Schwierigkeitsstufe 2, bekommen. Vielleicht an der Stelle noch zu sagen, wir spielen natürlich nur Schwierigkeitsstufe normal. In meinem Jahresprojekt. Wir werden vielleicht auf 1-2 Level mal noch reinblicken nächstes Jahr in meiner Zockrunde. Denn vom Aufbau ändert sich ja dann doch ein bisschen was. Die Truhen sind hier und da anders. Und ja, aber der Kern ist gleich. Und der Kern war jetzt auch der Ausgangspunkt. Das ist jetzt unser Zielpunkt gewesen. Damit haben wir den heutigen Level abgeschlossen. Wir werden mit einem Rang bewertet. Mal gucken, was wir für einen Rang. Ah, Goldrang. Wunderbar. Damit können wir zur Endcard gleich. Und damit fand Part 6 sein Ende von unserem Jahresprojekt. Wir machen diese Woche noch eine weitere Ausgabe. Und zwar spielen wir Team Sonic Racing, den Compui-Modus. Und es wird endlich Zeit, den ersten Compui zu fahren. Ich würde mich freuen, wenn ihr am Sonntag dabei seid.